Bin Kölle. Ich komme aus dem schönen Weinort Bönigheim. Sie sehen hinter mir die gepflegte Kulturlandschaft, die wir Landwirte und Winzer so erhalten. Auch für den Artenschutz machen wir deutlich mehr als noch vor vielen Jahren. Unter anderem werden bei uns schon seit 30 Jahren Pheromone gegen die Traubenwickler eingesetzt, sodass alle anderen Insekten geschützt werden und kein Insektizid benötigen. Aber durch die Gesetzesinitiative von Frau Schulze sehe ich diese Kulturlandschaft in Gefahr. Denn die Einhaltung dieser Gesetze macht eine Förderung, wie sie im Biodiversitätsgesetz von Baden-Württemberg vorgesehen ist, unmöglich. Deshalb wäre quasi die Zukunft unserer Betriebe hier im Stromberg für viele nicht mehr gesichert.